Läuft. Oi! Ditten, oi! Willkommen zurück bei Mario Maker 2 mit Captain und mir, dem Failord. Yeah. Wir spielen Faily World, also er spielt und ich guck zu, denn ich hab das gebaut und muss es nicht noch einmal spielen. Gott sei Dank. Warum Gott sei Dank? Was hast du jetzt gesagt? Voll in die Magengrube. Ja, ja. Ah. Wie man gesehen hat, in zwei Leveln davor, komm ich mit meiner Welt wesentlich besser klar als du. Das stimmt. Und ich hab's schon mal durchgespielt. Ja, ja. Ha? Das stellt ja niemand in Frage. Also in Welt 8.3 würde ich dir dann definitiv irgendwann die Kontrolle in die Hand drücken und sagen, mach. Wobei ich, wie gesagt, ich bin immer noch nicht sicher. Ich hab den Controller noch sowieso in der Hand. Nee, wenn ich spielen würde. Ach so. Aber vielleicht ist es auch einfach nur, weil ich es ohne Checkpoints machen musste, dass das so. Also die letzte Passage, die ist schon ziemlich sehr, also sehr naja, knifflig. Naja, das sind aber bestimmt noch mindestens 30 Folgen hin, wenn das mal hinkommt. Ja, ja. Das könnte halt echt unser längstes gemeinsames Projekt werden, so wie es aussieht. Ich sehe schon. Das will irgendwie was heißen, also. Ich würde das längste Projekt aller Zeiten auf deinem Kanal. Es wird sogar Ocarina of Time aus den. Minecraft. Minecraft ist das längste. Ja, okay, Minecraft zähle ich nicht, weißt du? Minecraft hat kein Ziel. Naja, doch, es hatte ja ein Ziel. Ich hatte meine Aufgaben gehabt und den Enderdrachen geschnitzeln wollen. Okay. Was ich ja dann auch gemacht habe mit meiner etwas sehr übermäßig. Gestalteten Ansprache, wo du meintest, ja, dass irgendwie dich hinter mich bringen war ein bisschen viel, aber sonst ganz episch. Aber ja, das hast du da, ja. Das. Aber ja, Minecraft ist trotzdem, es ist das längste Projekt mit 166 Folgen. Ja, okay, gut, aber vielleicht werden wir auch das damit gipfeln. Das wäre mega krass. Ja. Das wäre echt ein bisschen. Das wäre echt, glaube ich, ein bisschen schlimm. Uiuiui. Okay, Leute. Also die Sache ist, ich habe jetzt auch, als ich dir gesagt habe, das wäre Folge 40, habe ich ja natürlich gezählt von dem, was ich jetzt bearbeitet habe und nicht von dem, was wir an sich aufgenommen haben, weil von der Aufnahmeanzahl wäre das hier mindestens Folge 51 oder 52 oder so. Ja. Aber da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich habe ja eine ganze Menge kondensiert zusammengeworfen. Also dementsprechend, ja. Habe ich mich sowieso verzählt, als ich gesagt habe, das wäre wahrscheinlich Folge 40. Das war dann erst eine Folge davor oder zwei. Ich habe gesagt Folge 39. Nun, es ist, wie es ist. Wie auch immer, ja. Ihr werdet ja sehen, was für eine Zahl hier drunter komische steht. Komische Qualle. Vielleicht ist das hier. Ja. Beziehungsweise, nee, ich schreibe ja die Zahlen bei Mario Maker gar nicht drunter. Ihr werdet sehen, welche Folge das ist. Ja toll, welche Zahl das ist, genau. Oh, was oh, an. Oh, als. Oh, Mann, Alter, ich will doch nur nicht in diese scheiß Dings darüber kommen. Als ob. Oh. Dass ich da aber auch noch einen davon hingesetzt habe. Ich ja, Arsch. Natürlich. Alter. Es ist zum Olgemäusen. Yay! Yeah. Skibidubab, Skibida. Das sind die merkwürdigsten Offspring, die ich je gehört habe. Ich habe noch nicht mal verstanden, welchen Song du gemacht hast. Ja, dieses eine von den Offspring. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie es heißt. Kids aber mit dem, right. Ja, aber ich hab einen Beatles-Song gemacht. Von mir aus. She loves you, yeah. Ah, ja, yeah. Die frühen Beatles, da schieß mich gleich. Yeah. Wow. Ja, da kommt die Kugel. Oh ja. Er schießt mich gleich. Wow. Wow. Fällt mir jetzt erst auf. Lennon-Anspielung. Erstmal nicht Lennon. Doch. Nee. Doch. John Lennon war der von dem Crazy Fan erschossen wurde. Und Yoko Ono war seine Frau. Not related to the incident. Ich dachte, wir reden von der Paul McCartney-Geschichte. Ach so. Ja, ja, dass er nicht der echte Paul ist. Natürlich. Paul ist dead. Miss him. Es gibt Beatles-Song, wenn du das rückwärts abspielst, dann wird das gesagt. Ja. Und er ist der Einzige, der barfuß ist. Ist das der Einzige, ja, genau. Der barfuß war? Ja, ist Bild. Korrekt. Dem Abbey Road-Bild. Genau. Naja, was soll's. Leute, guckt euch das gar nicht erst an, ihr werdet bekloppt. Hau ab! Hier ist die Lücke. Ach, fuck auf, da war die Lücke.
Und ich hab sie nicht richtig, ja, aber ich hab sie fast. Alles gut. Ja, schon wieder. Ah, ja, natürlich, die sind überall. Die sind ja auf. Du hast mal einen Bandsäbel gesehen und jetzt sind die überall. Überall, wie diese Quallen hier. Hopp. Hier sind die Dinger. Oh, die sind genau in der Mitte. Wenn man von oben kommt, ist das der Tod. Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen, dass es ja dann voll verwirrend ist eigentlich. Aber eigentlich sollen sie halt deinen Sprungarc anzeigen. Wobei ich nicht weiß, ob man in Welt 5.3 noch einen Sprungarc für den kleinen Sprung braucht. Aber ja. Nee, in der potenziell eigentlich nicht, aber ich will auch nicht, dass die Leute dann wie bei Yooka-Laylee sagen, hey, die Level sind alle leer. Ja, wenn du alles eingesammelt hast, ist natürlich alles leer. Boah. Aber vielleicht, eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist, ein bisschen kann ich das schon dann nachvollziehen, wenn man bedenkt, wenn man das so mit Banjo-Kazooie zum Beispiel vergleicht. Wenn man nämlich bei Banjo-Kazooie in einem Level schon mal gewesen ist und dann in das Level zurückgeht, aber schon alle Noten eingesammelt hat, dann sind die Noten nochmal da. Die Federn bleiben aber kontinuierlich weg in Yooka-Laylee. Dementsprechend, okay, das kann ich dann als Argument akzeptieren, 4 Jahre jetzt nach der Diskussion, aber ich finde Yooka-Laylee trotzdem nicht so schlimm, wie alle gesagt haben, oder so mediocre. Ich meine, was habt ihr bitte erwartet? Playtonic hat ihr erstes Jump'n'Run gemacht, quasi, in der Konstellation, in der, als die Firma. Ach! Ist doch klar, dass sie dann nicht direkt eins draufsetzen auf Banjo-Tooie oder so. Und der 2D-Plattformer von Yooka-Laylee soll ja sogar richtig gut sein. Der Impossible soll Layer. Fantastisch sein. Der soll alle bisherigen 2D-Plattformer der Welt sprengen. Aber ich. Hat das geschafft? Weiß ich nicht. Anscheinend nicht. Wir spielen Mario Maker. Ja, aber das ist ja. Der ist ja. Das ist ja kein 2D-Plattformer. Ja. Na, es gibt 3D-World hier. Die Schlagschatten, die lässt du schon darauf deuten, dass ja alles dreidimensional ist. Ach Mann, das war jetzt doof von mir. Die Schlagschatten sind auch das Dürfste, finde ich eigentlich daran. Es sieht halt wirklich einfach aus, als wenn du alles vor so eine Leinwand wirfst. Ja. Aber das hatten wir, glaube ich, schon mal. Da haben wir schon anfangs irgendwann drüber gesprochen, ja. Dass es bei Super Mario Bros. 3 beabsichtigt ist. Aber ist ja nicht so, dass wir Content nicht öfter machen. Ja, nee, wir sagen nie dieselben Sachen. Ach. Ach. Chicken. Ich habe gerade überlegt, wie ich es einbauen kann. Ach, naja, so. Chicken. Aber es sah bei Minecraft wirklich so gut aus, wie du über diese eisige Plattform gelaufen bist und dann die Hühnchen eingesammelt hast und dann jedes Mal Chicken gemacht hast. Ab dem Moment wusste ich, okay, das wird nicht die letzte Aufnahme bleiben. Das ist mein Aufnahmepartner bis zum Ende. Ja. Ab dem Moment wusste ich, der wird mir alles wegfressen. Ja, genau. Relatable. Relatable. Und so war es dann auch. Und so begab es sich. Ach. Dass sich der Captain gar alles in den Schlund schub. Ach, ja. Und hopp. Yeah. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und. No, nein. Warten. Ja, der könnte jetzt knifflig werden. Oh. Komm schon, verschwende. Nice. Danke, du Sau. Yeah. Gang, gang, bolo, bolo, bing, gang, gang. Pack, pack, bang, bang. Gang, gang. Pack, pack, bang, bang. Gang, gang. Oh! Ich hab leider deinen Trick nicht ganz angewandelt. Ich hab zum Schluss nochmal gedrückt und dann war, weil ich zu hibbelig war. Naja. Ah, es hätte aber sonst funktioniert. Oh, es war. Ja. Man hat wieder das Ziel gesehen. Also, es ist besser als mit dem ersten Level in Welt 5. Das definitiv. Vielleicht sollte. Ich glaube, ich hatte das hier eventuell sogar als erstes Level erst. Ich hab's dann in die dritte Position gepackt, wegen diesem einen Sprung hier rechts. Okay. Bis ich den dann gefixt habe beim Upload und dann die Reihenfolge nicht mehr ändern wollte. Nun. Oh. Ja, ich hab dich noch überholt, Plattform. Fuck you, ich war schneller. Prioritäten sind gesetzt. Ja, definitiv. Finish him.
Multikill? Ja, dann esse ich ihn jetzt auch. Ah, nee, Fatality kommt ja dann, nicht Multikill. Ah, Fatality. Fatality. Ja, ich esse mal Bulette. Fatality. Falafel Bulette. Ei. So, nun heißt es ja... Ja, ich wollte gerade sagen, eventuell hast du den links weggescrollt. Nee, ich glaube, die kannst du nicht wegscrollen. Wenn ich lange genug warten würde, dann würden die von irgendwo kommen. Fuck off, du! Schade. Sashimi. Sashimi. Hi. Hi. Nein, jetzt habe ich den Sprung gemacht. Jetzt ist alles... Oh, komm zurück, Len. Oh, jetzt ist alles doppelt und dreifach schlimm. Okay, jetzt muss ich den abtimen. Jawohl, nach dem... Die Affen spielen verrückt, Baby. Die, Baby. Daraus, das fehlt eigentlich noch, dass es irgendwie so eine Boyband gibt, die so Affen sind. Nee, so, naja, war ja die Bloodhound Gang. War ja auch naja, in dem Boyband. Einen Video. Ja, komm, das zählt schon für irgendwas. Nee, die so merkwürdige Kinderlieder machen. Die also Affen wie rasen durch den Wald. Naja, aber mehr so mäßig so mit so. Die Affenbande brüllt. Wer hat die Kokosnuss? Lieder für Kinder? Aber eigentlich dafür gedacht, um CDs an Jugendliche zu verkaufen. Also von den Produktionswerten her. Weißt du, so wie die Backstreet Boys. Die waren dafür gedacht, an Kinder verkauft zu werden? Nein, an Teenager halt eher. Ne? Ah, also, die wollten... Ne, mit dieser jungen Liebe und alles. Ja, okay, gut, ja. Die wollten die edgy Themen haben. Naja, das das will ich jetzt so nicht sagen. Da gab's ja das geheime Backstreet Boys Album, wo alles rated R war. I fuck you sideways. Tell me why. Ach. Ja. Ja. Ich weiß schon. Ja. Ey, ach, komm schon. Und hallo, ich meine, Britney Spears war ja nun offensichtlich. Ja, okay, also. Ja, aber die hat ja keine Kinderlieder gemacht. Die hat ja nicht gesungen. Nee, ich hab die Kokosnuss geklaut. Und in deinem Arsch versteckt. Ah. Ich kann's Kokosnuss. Ah. Ich meine, das Einzige, was du auf der Art und Weise hast, sind die Schlumpfels. Das stimmt. Komm, schlumpfe mit mir, aha. Was viel schlimmer ist als das scheiß Originallied. Oh Gott. Naja, was soll's. Ist das schlimmer? Ich finde das schlimmer. Schlumpfen ist so ein Euphemismus, den kannst du für alles benutzen. Der könnte, weißt ich du, glaube, das Original heißt Komm Bums mit mir oder nicht? Nee, das Original ist doch ein englisches Lied. Ja? Shut up and dance with me. Oh, ja, das ist Schlumpf. Schlumpf ab. Ich schlumpf ab. Immer mit Schlumpfine. Weißt schon. Ja, die Schlumpfe, die. Oh, wir müssen eine moderne Schlumpfwitze machen. Oh Gott. Ich glaube, wir werden verklagt, wenn wir das tun. Ich schlumpf ab. Immer ein Schlumpf. Ach Gott, ey. Kannst du keinem erzählen. Oh mein Gott. Warum sind wir nie erwachsen geworden? Hä? Ja. Warum sind wir nie erwachsen geworden? Ich weiß nicht, wir haben uns Peter Maffay zu Herzen genommen. Okay. Der wollte auch nie erwachsen sein. Ja, aber plötzlich war er 30. Richtig. Hey, ich werde nächstes Jahr 30. Oh. Bin ich jetzt Peter Maffay? Ja. Ich war schon Peter Maffay, war nicht so cool. Ei. Ich war schon Peter Maffay. Nicht, ich war schon 30, ich war schon Peter Maffay. Ist nicht so gut. Ja, gibt bessere Peter Maffay Stars, die man sein kann. Hiye! Ui, ja. Ich tue schon wieder an. Das ist jetzt das dritte Mal, dass das so passiert. Dann werde ich einfach Peter Maffay. Und erzähl euch von einem kleinen Dinosaurier namens Tabaluga. Der war ein Drache, ich Idiot. Er ist tot? Ich Idiot. Ach so. Das ist ein Dinosaurier. Verstehe. Ja, no, ich habe ihn Dinosaurier genannt. Er ist ja gar kein Dinosaurier. Und ich mache eine schlechte Impression von der Impression von Jürgen von der Lippe, der eine Impression von Peter Maffay macht. Und das mache ich nicht mal gut. Ich Idiot. What? So, bam, Achtung. Bam, 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 badadadam. Ah. Nee, kennst du das, wenn du... Ah! Okay, er kennt's nicht.
Aber lass mich erst mal ausreden. Ja, eben. Erzähl. Wenn du irgendwie eine Stimme machen willst oder so und deinem Kopf klingt das cool oder ganz anders. Ja. Und dann hörst du es vielleicht in der Aufnahme oder so. Ist jetzt natürlich nicht für alle relatable. Ja. Und dann denkst du dir so, was habe ich denn da versucht zu machen? Ja, deinem ja. Kopf ist das so, so pristine Nachahmung. So 100 Points. Ja. 12 Points Germany. Das ist, ich glaube, da macht der Kopf viel mit. Ja. Das ist dann quasi, da legt sich quasi deine Gedankenspur über deine eigentliche Stimme mit rüber. Das nicht mal, aber es ist halt einfach auch sowieso ein genereller Unterschied mit der Stimme, weil du hörst ja deine Stimme nicht so wie andere sie hören. Du hörst deine Stimme ja von innen, nicht von außen. Also du hörst auch ein bisschen von außen, aber nicht so doll. Ich wollte durchdribbeln. Einfach weil Stimme nach vorne gerichtet ist und nicht von der Seite kommt und so. Ja. Hörst du nur so ein bisschen davon und das meiste hörst du über deinen Schädel. Die Vibration über den Schädel und die Ohren und so. Und alles. Genau. Oh fuck! Und es kommt ja aus einer ganz anderen Richtung. Bei anderen kommt es von vorne, bei einem selbst kommt es ja auch eher auch von unten noch mit, aus der Kehle quasi. Und dadurch hört man das einfach generell anders. Also meine Stimme klingt viel cooler, als wie sie eigentlich klingt. Die klingt ein bisschen, die ist ein bisschen tiefer, die ist ein bisschen smoother sogar, finde ich. Ja, und wenn ich mich dann anhöre, dann denke ich, Alter, ich klinge manchmal echt nicht so, wie ich klinge für mich. Ja. Eigentlich klinge ich cooler. Wenn ihr nur in meinen Kopf kommen könntet, wie cool das hier klingt. Genau. Ah ja, genau. Und dementsprechend hört man es einfach ganz anders. Und ich glaube, das ist eigentlich eher der Faktor. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass da irgendwie so eine Art Gedankenstimme drüber liegt oder so. Also das, ich weiß nicht. Könnte sein. Mir stelle ich mir das so vor, dass das quasi einfach die Fantasie mit einem durchgeht. Ja. Wie ist es eigentlich für dich, wenn du deine Stimme hörst? Oh. Okay, Frage beantwortet. Ja, Frage beantwortet. Ja. Nee, ich wollte fragen, ob das für dich irgendwie auch sehr viel anders klingt. Ja, als öfter irgendwie. Schon. Ja. Manchmal ist cool. Ja. Meistens aber dann eher, wenn ich es auch irgendwie verstelle. Ach Gott, jetzt bin ich... Dann ist cool, meinst du? Dann ist cooler, ja. So wie zum Beispiel bei Papyrus oder so, wenn du den sprichst. Ja, ist jetzt nicht mega cool. Die bestgewählteste Variante. Klang das bei dir im Kopf anders? Also nee, es klingt schon so, wie es klingen sollte, denke ich. Okay. Vielleicht... Ah! Oh. Ja. Vielleicht? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Vielleicht eine Spur zu... Zu hoch? Nee. Zu tief? Nicht das Wort. Nee, hat nichts mit Höhe und Tiefe zu tun. Zu atmig? Nee. Ach, ich weiß nicht, mir fällt da kein passendes Wort zu ein. I did it again. Zu näselig vielleicht. Nee, das ist mehr eine Frage von Attitüde, glaube ich. Ah, okay, bei dir, in deinem Kopf klingt es mehr sassy oder weniger? Sassy? Das ist das Erste, was dir dazu Sans einfällt. Sassy. Hey, Papyrus, nicht Sans, aber egal. Ja, man, wer auch immer. Knochenkopf. Na gut, das stimmt, ja, genau. Ghastly. Gunther, ich hab Gaster? Genta, Gunther. Gaster. Also an dem Tag, wo wir es aufnehmen, habe ich einen Kommentar bekommen unter einer Undertale-Folge, wo jemand meinte irgendwie, was ist mit Gaster? Weil ich die Folge auch genannt habe, wir haben alle Geheimnisse geholt. Und ich habe keine Ahnung, wer das ist oder was das sein soll. Man muss es mir jetzt auch nicht unbedingt in die Kommentare schreiben, direkt. Ich hey! Weiß noch nicht, wenn ich mein Genozid run mache, das vielleicht mal gucken, also mir angucken möchte. So eine Sachen darf man nie aus dem Kontext reißen, ey. In Undertale. Ja. In Undertale. Ich weiß auch nicht, wenn ich mein Genozid run mache, ob ich da darauf achte. Okay, ja. Nee, aber an sich habe ich dann drunter geschrieben, ich weiß halt nicht, wer das ist oder was das sein soll. Und dann, ja, mach das mal nochmal. Das ist das schwerste Secret, was man irgendwie finden kann. Ich hab doch gerade eben gesagt, ich weiß nicht, was das ist oder wer das ist oder so. Und dann sagst du mir, mach das mal nochmal. Wie soll ich das bitte machen? Und außerdem kann ich das nicht. Wir haben das Spiel zu Ende gespielt. Entweder muss ich dann nochmal das gesamte Spiel spielen, um das zu kriegen. Oder ich mache halt den Clean Slate Spielstand, so wie Flowey das ja von uns wollte. Also, kann ich das jetzt nicht mehr machen. Es tut mir leid, liebe Kommentatorin, die das geschrieben hat. Du wirst diese Folge nicht sehen, aber trotzdem. Geht nicht. Und voll wird mit V geschrieben, nicht mit F. Oh, jetzt musstest du jetzt hier noch einmal voll ablehren. Oh, du hast voll gesagt. Ah. Jetzt sei doch nicht so böse und grätsch auch noch da rein. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Hopp! Hopp! Hopp, hopp!
Man muss nur Kommentar geben. Man muss nur Kommentare lassen, dann klappt's auch. Mir fällt auch jetzt erst auf, dass es auch nicht nur mit F geschrieben wird, sondern auch mit Doppel-L voll. Oder hat sie von geschrieben? Jawohl! Ja! Ja! Voll! Damn it, Baby! Nice! 4 Folgen, 2 ganze Level geschafft! Nice! Hör mal, das ist fast das Beste, was ich hier gerissen habe. In letzter Zeit, ja. Der hat ein Face! Ah, nee, das ist ein Eimer. Der hat ein Face! Ach, ein Fez. Ja, Fez. Sag mal Fez, ja? Ich kenne das als Fez. Ja, weil es mit Z geschrieben wird. Ja, also wird es tatsächlich mitgequatscht. Oh nein, das Level kommt jetzt! Wow, Rainbow Road, Motherfucker! Tatsächlich heißt das Level so. Das dachte ich mir schon fast, weil es ein Rainbow Road ist. Es heißt Rainbow Road, Motherfucker. Das glaube ich nicht, dass Nintendo das zulässt, dass du das Level Motherfucker betitelst. Hey, oh! Nee, ich habe Peach Lover genannt. Peach Lover. Danny Glover. Ah, nee, ich müsste Daisy Lover müsste ich es nennen. Natürlich, weil Daisy. Ah, nee, doch, Peach ist ja die Mutter von Rosalina, klar. Fuck your Game Awards. Fuck your Game Awards? Oh! Oder Gamer Balls. 3 Strikes, du bist draußen. Hau ab. Oh Gott sei Dank, ich habe kaum hingeguckt. Was war denn jetzt? Naja, der komische Lanky. Ach so, ja. Lanky, komm nach Hause. Oh, das Level könnte dich auch in Verzweiflung bringen. Wahrscheinlich. It's a rainbow road, bitches. It's rainbow road, the road we go. It's called the rainbow road, we go. Follow the rainbow, road. Rainbow road. Follow the rainbow we road. Go. Follow the rainbow, follow the rainbow, follow the rainbow road. Yeah. Ich hab wieder so viele Leben geholt. Ja, und hier werden sie dir alle genommen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist ein sehr anständiges und charmantes Level. Warum? Du Hund! Boom! Mann, ich wollte voll geil einfach in einem smoothen Move und dann ist schon das Ziel. Wie er schon den coolen Dubstep gestanden hat. Boom, boom! Ja! Und dann ist mir aufgefallen, er ist nur das Anfangslied von Police Academy 4. Ah nee, ist ja nicht das Anfangslied. Das ist, wo sie im Sportraum sind. Wo die Stereoanlage nicht geht und der Stimmemacher dann die ganze Zeit die Musik macht. Hey, gutes Lied! Oh, zu früh. Ja. Ich kann dir sogar sagen, warum dir da der Kettenhund entgegenkommt. Weil ich den mitnehmen muss? Nein. Der ist irgendwo entflohen. Das ist irgendein Storytelling-Ding. Ich hätte mich beeilen sollen. Ja. Oben an das Ding rankommen, an die Münze. Ja, das auch. Nee, ich meine jetzt inhaltlich so ein bisschen. Ist eine kleine Anspielung auf ein anderes Nintendo-Spiel, nämlich Mario Kart 64. Weil auf Mario Kart 64, in Mario Kart 64, ja, auf der Regenbogenstrecke kommen dir immer Kettenhunde entgegen, große. Ah. Und das ist halt... Der ist natürlich thematisch dann absolut richtig hier, der richtig. Kollege. Okay, das heißt jetzt hier... Voll beeilen. Oh. Genau, und die sind jetzt quasi die Thematik für die das Level. Die sind die Rainbow Road. Das ist nicht eher Turtle Road. Naja, du bist ja hier schon auf der Rainbow Road, okay, so ein bisschen. Okay, ich mache jetzt hier noch den einen. Und genau. Bevor die Folge. Glaub mir, der Name Rainbow Road wird später noch... also es wird Passagen geben, da wirst du dann sehen, okay. Rainbow Road. The road we go. Na gut. The road you're gonna go einmal when you noch. Die. Einen machst du noch, okay. Ja, einen mache ich noch. Das war jetzt so früh. It's the road, okay, ist cold Rainbow traurig? Road. It's the cold Rainbow Road. It's the cold Rainbow Road. It's got Peach Rainbow. And Mario and the Toad. Kennst du das Video? Nein. Nein? Oh. Du kennst das Rainbow Road Video nicht? Ich kenne das Rainbow Road Video nicht. Tatsache. Ich kenne aber, was jetzt kommt. Das habe ich schon sehr oft erlebt und es ist immer traurig. Und nicht zwar... Ist es die Endcard und das Ende dieser Folge, denn das ist mit dieser Folge von Let's Play Mario Maker 2 und Super Faily World. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Rainbow Road. Dankeschön fürs Zusehen und tschüss, bis dann. Klick doch mal links oder rechts. Ist doch da, ach so, wo die... Ja, stimmt. Ja. Tschüss. Tschüss.